Hallo, hallo! In diesem Video präsentiere ich euch drei Pflanzenneuheiten, die jetzt in diesem Jahr erschienen sind, die allmählich verfügbar sind und die meiner Meinung nach interessant sind für jeden von euch zu Hause. Es geht wie immer los nach dem Intro. Und by the way, ich bin in diesem Video nicht gesponsert, ich möchte einfach darüber berichten. Und ja, ich habe mir eine davon gekauft. Von meinem eigenen Geld, muss ich sagen. Floll. Sempronium Destiny. Auf der Royal Horticultural Society Chelsea Flower Show wurde die Pflanze des Jahres 2022 gekürt. Es ist Sempronium Destiny, eine dunkle Sorte einer Gattungshybride und ist damit super interessant. Es ist eine Gattungshybride, da hat man zwei Gattungen, die eigentlich nicht so nah miteinander verwandt sind, miteinander gekreuzt. Und es ist dadurch die Gattungshybride Sempronium entstanden. Das ist eine Hybride aus Aeonium und Sempervivum, was man bei uns kennt als Hauswurz für den Steingarten, für das Kiesbeet. Es ist eine sehr, sehr dunkle Sorte, richtig schön, ist auch so rosettenartig. Erinnert an den im ersten Moment an so eine Echeverie, die man auch für den Raum kennt. Diese Pflanze ist eher für draußen als Kübelpflanze geeignet, so auf dem Balkon oder auf die Terrasse in so einem kleinen Töpfchenreihe. Da funktioniert das Ding ganz gut. Ist natürlich für vollsonnige Standorte am besten geeignet. Gezüchtet wurde die Gattung und auch die Destiny von Surreal Succulents, einer Firma aus Großbritannien. Und die vertreiben die auch für umgerechnet im, ich glaube, so 7 cm Topf, was ich gelesen habe, für 35 Pfund, was umgerechnet 41 Euro ist. Da kriegt man wahrscheinlich eine kleine Pflanze und damit ist das Ding vollkommen überteuert. Salzkraut. Das Salzkraut, botanisch Salicornia europaea, auch Meeresspargel genannt, ist eine neue Gewürz- bzw. Gemüsepflanze. Ist eine einjährige Pflanze, bis zu 30 cm Höhe und ist ideal auch für den Balkon, für die Terrasse, zu den mediterranen Kräutern gepackt, für einen vollig sonnigen Standort. Ist jetzt nicht winterhart, sät sich in der Natur eigentlich jedes Jahr wieder neu aus und ist so eine ganz, ganz interessante Gewürzpflanze. Wächst ursprünglich auf der Nordhalbkugel in den Küstenbereichen und braucht so zum Wachstum Salz. Deswegen muss man neben der normalen Düngung diese Pflanze ein- bis zweimonatlich mit einem halben Teelöffel Salz füttern. Super interessante Pflanze. Diese Triebe, die man dann auch abschneiden kann, sind knackig, salzig vom Aroma und eignen sich als Gemüse oder als Küchenkraut in Gemüsepfannen, zu Fisch, irgendwo als Garnitur und als Gewürz, perfekt als eher salziges Gemüse, super interessant. Werde ich mir demnächst auch holen, weil ich das vom Aroma ziemlich interessant finde. Gedünstet, aber auch als Rohkost, ist es kein wirklicher Ersatz zu Salz, denn diese Pflanze bringt auch in eure Gerichte Salz ein, ähnlich wie wenn ihr statt Salz Sojasauce verwendet. Ich meine, das ist einfach auch Salz und ist somit keine wirklich gesunde Alternative, aber ist halt was ganz Tolles. Wenn es noch ein paar zusätzliche Aromen beisteuert, dann toppt das Ding. Lucky Berries. Bereits 2021 der Öffentlichkeit präsentiert, aber jetzt stärker vermarktet und somit für jedermann verfügbar, sind Lucky Berry Naschbeeren. Das sind kleinbleibende Beerensträucher, perfekt für die Terrasse oder den Balkon. So einfach zum Runtersnacken, werden maximal 100 cm hoch, blühen und fruchten so vom Juli bis Oktober, also 4 Monate lang, hat man draußen was im Sommer dann zum Snacken. Wirklich wunderbar. Da gibt es so für halbschattige bis schattige Standorte die Brombeere,
aber auch die Heidelbeere oder für sonnige Standorte so eine Erdbeere-Pyramide oder, wie ich mir geholt habe, so eine Himbeere, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Ja, ich habe mir die jetzt geholt, wie schon gesagt, von meinem eigenen Geld, für dieses Video auch, weil ich fand die Pressemitteilung so interessant und habe sie mir halt deswegen einfach geholt. Wie schon gesagt, die Heidelbeere und Brombeere eher auf so einem Nordbalkon oder Nordterrasse, wie zum Beispiel meine Eltern daheim, oder jetzt hier die Himbeere auf meinem Westseitenbalkon, perfekt, wunderbar. In Thüringen gab es jetzt keine wirkliche Vermarktung, da gibt es die Vermarktungsstrukturen nicht. Deswegen habe ich meine Pflanze bei Annas Garten gekauft. Auch in der Videobeschreibung findet ihr den Link, genauso wie zu den anderen Pflanzen, die ersten drei Links. Und da muss ich sagen, war die Lieferung wirklich hervorragend. Es ging innerhalb von 3 Tagen oder 4 Tagen war die Pflanze da. Und war super verpackt, super schön eingepackt, dass da auch nichts irgendwie kaputt ging. Es ist kein Trieb abgeknickt, es hatte so einen Stab noch dabei. Der Shop, wirklich empfehlenswert, hat jetzt im Shop, glaube ich, 21 Euro gekostet. Müsst ihr mal auf der Seite von Lucky Berry schauen. Die haben mittlerweile ein ganz gutes Vermarktungsnetzwerk. Nur in Thüringen gab es halt jetzt nichts. Und diese Dinge kann ich euch einfach empfehlen. Ich meine, ich weiß nicht, wie die Sorte schmeckt. Das wird man herausfinden in diesem Sommer. Aber das ist einfach, wenn es nur 1 Meter hoch wird, perfekt so hinter in das Eck von meinem Balkon, perfekt zum Snacken. Jujuju! Und das war mein Video zu 3 Pflanzenneuheiten, die jetzt so erschienen sind. Hat es euch gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich freuen. Überlegt ihr euch, so eine Pflanze zu holen? Schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen schnacken, was ihr von diesen Neuheiten denkt. Wäre mir eine Freude. Wir sehen uns beim neuen Video nächste Woche. Haut's bis dahin rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüssi.